Guten Morgen, hallo und Freitag. Freitag, ja, end of the week, letzter Tag vor dem Wochenende und ein super spannender Tag. Heute ist nämlich Weihnachtsfeier, nein, das nur sekundär, aber der Vlog wird heute wahrscheinlich irgendwie da gegen Mittag inhaltlich aufhören müssen. Mal schauen, also ich kann es jetzt noch nicht so ganz sagen, aber es gibt was Positives zu berichten und da spreche ich nachher noch mal kurz drüber. Gestern Abend ist es spät geworden, lag an der Zeitverschiebung, so viel sei verraten. Und später, wie gesagt, mehr dazu. Was liegt an? Wir haben 5 vor 8. Ich werde jetzt so ein bisschen weitermachen an der gestrigen Kreditkartengeschichte. Da müssen jetzt noch die Belege zugeordnet werden. Das ist nicht mehr viel Arbeit, eigentlich nur ausdrucken und entsprechend vermerken. Und ja, dann geht's auch weiter. Markenüberwachung, Verlängerungen für Januar sind 2 Kunden, die müssen angetriggert werden. Und dann gibt es ein bisschen Korrespondenz, eben mit dem Thema gestern Abend, worauf ich nachher nochmal zu sprechen komme. Aber jetzt hauen wir erstmal eine gute halbe Stunde rein, bis 8:30. Das ist so der erste Slot. Also bei mir ist es immer so, der erste Slot geht so bis 9:15. Da versuche ich ziemlich viel so an wichtigen Sachen so unterzubringen, nämlich so Eat That Frog, die wichtigsten Dinge des Tages, die so ein bisschen drücken. Und dann kann man da so ein bisschen, ich sag mal, auch wieder nachlassen, dann geht die Kurve wieder nach oben. Aber jetzt tun wir erstmal was, die erste halbe Stunde. Hau mal rein. Ja, noch 1,5 Stunden, dann geht die Weihnachtsparty, Weihnachtsfeier los. Ja, aber gestern Abend ist es spät geworden. Warum? Weil ich mit USA im Gespräch, im Dialog war. Und ich habe für 2019, für die Steilvorlagen 2019, die Keynote an Land gezogen, nämlich Mary Ellen Bates. Mary Ellen Bates ist unsere namhafte US-Kollegin, also wenn es um Information Professionals geht, sogar im Grunde genommen weltweit, aber stark in den USA für strategische Dinge, dann ist das Mary Ellen Bates. Das ist eine echte Größe und ich bin total happy, dass ich die an Land ziehen durfte im Auftrag für den Arbeitskreis und das hat wunderbar bislang geklappt. Wir sind jetzt im Austausch, das geht jetzt relativ fix schon mit den Reiseplanungen los, auch wenn es erst Oktober nächsten Jahres ist, weil sie soll ja eine angenehme Anreise haben und nicht irgendwie direkt in die Keynote stürzen und das organisiere ich gerade so ein bisschen. Da fangen wir jetzt an, uns auszutauschen. Und für mich ist dann gestern Abend eine Sache relativ klar geworden, nämlich ich habe für 2019 auf jeden Fall so eine internationale Strategie auf den Schirm oder auf dem Schirm. Und das ist gestern Abend wieder relativ deutlich geworden, weil eben der Blog zum Beispiel nicht englischsprachig zurzeit betrieben wird. Das heißt, die internationale Seite ist momentan eigentlich mehr nur so serviceorientiert, hat aber keinen Corporate Blog, wo so kommuniziert wird in englischer Sprache. Und es wird jetzt relativ deutlich, dass da jede Menge Futter fehlt, was man eben so einer bekannten Größe wie Mary Ellen Bates an die Hand geben kann, über unsere Branche, über die Tätigkeit. Ich habe ihr dann gestern mal erzählt, dass ich halt jeden Tag einen Vlog mache. Das sei auch schon verraten, aber das war vorher schon in der Pipeline. 2019 wird es auch einen englischsprachigen Vlog geben, hier nicht auf dem Kanal, sondern auf dem internationalen Kanal, den ich noch laufen habe. Der wird aber nicht täglich sein, der wird so im, ja, einmal die Woche, alle 14 Tage, größenordnungsmäßig. Also angestrebt ist einmal die Woche, also wird man schauen, es muss ein bisschen anderes Format werden. Weil, Stichwort eben in Englisch, soll es erstmal anmoderiert werden und die Videos im Hintergrund laufen. Und
da muss ich mich erstmal ein bisschen reinfummeln. Das ist schon viel, viel Arbeit. Das ist ein bisschen Filmprojekt. Aber das kommt auf jeden Fall. Hochgradig spannend, was momentan abgeht, so zum Ende des Jahres. Und super toll, dass Mary Ellen Bates am 17. Oktober bei der Frankfurter Buchmesse in der Stallvorlagen 2019 die Keynote hält in englischer Sprache. Also, und das ist halt total klasse, weil damit wird die Stallvorlagenveranstaltung, und das war immer so ein bisschen mein Ziel auch, jetzt international. Weil 2015 in Polen hätte Mary Ellen Bates schon dabei sein können, aber sie konnte terminlich nicht. Und jetzt schaffen wir es halt, dass sie nach Deutschland kommt. Und damit wird die Veranstaltung halt international auch relativ bekannt. Also ich habe gestern Abend, kann das mal eben zeigen hier, auf Facebook bei Mary Ellen Bates direkt so ein paar Statements losgelassen, und die Community, also diejenigen, die ihr folgen, sind also total begeistert, und das schlägt momentan richtig gut ein, und das finde ich einfach klasse, also wie da die Vernetzung in den USA eigentlich innerhalb der Information Professionals läuft, was wir in Deutschland leider nicht so haben. Das ist ein bisschen schade, dass die Infopros, was die sozialen Kanäle angeht, ein bisschen die ruhigere Linie fahren und vielleicht nur beobachten. I don't know. Gut, ja. Ansonsten, Tagesgeschäft läuft. Wir haben noch anderthalb Stunden bis zur Weihnachtsfeier. Ich will soweit diese Videokiste heute so ein bisschen früher schon so im Vorschnitt haben. Weil, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht sagen, ob wir gleich die Kamera da mal mitnehmen können. Ich glaube eher nicht. Sollte man nicht machen, ne? Wenn so viel Glühwein getrunken wird. Gott bewahre. Also, bevor der Glühwein hier fließt, tun wir noch ein bisschen was. Letzter Beleg muss noch zugeordnet werden, und dann habe ich diese Buchhaltungskiste auch erstmal so ein bisschen abgeschlossen, und dann geht es hier weiter mit so ein paar Auftragsverwaltungsdinger, und ich muss noch die beiden Markenüberwachungen anfragen bei den Kunden, ob die Verlängerung gefahren wird. Also, weiter geht's. Also, halb drei, anderthalb Glühwein, ein Baguette, diverse Nougat-Gedöns-Sachen, und jetzt, ich muss mal hier den März ruhig machen. Da läuft ja in Hamburg gerade der Parteitag. Oh. Und es ist richtig weihnachtlich, das ist der Wahnsinn. Wir gucken mal raus, wie weihnachtlich das gerade ist. Ich will nicht wissen, wie warm das draußen ist, obwohl ich jetzt gerade die Heizung ein bisschen aufgedreht habe. Wir haben jetzt halb drei. Ich habe fleißig gearbeitet die letzte halbe Stunde. Seit 2 Uhr sind wir schon hier. Also es waren jetzt gute 2 Stunden da oben in dieser Weihnachtssession, und habe meine Angebote rausgeschickt. Es hat sich auch direkt ein Kunde zurückgemeldet. Das finde ich immer klasse. Ja? Geschrieben, wollen sie verlängern. Wir halten das auch total locker. Ja? Ein Okay reicht aus. Wir machen hier nicht großartig mit Vertragsgedöns rum und so weiter. Das ist durch den eigentlichen Auftrag schon passiert. Ja, stellen Sie Rechnung, alles klar. So muss das sein. Ja, und dann werde ich jetzt gleich mal endlich mit dem Podcast-Schnitt anfangen, weil hier das Video dann heute Abend brav rendern darf. Und damit verabschiede ich mich in das Wochenende. Die Kolumne mit dem Kollegen wird morgen gedreht. Das machen wir heute nicht mehr. Da bin ich irgendwie nicht in Form. Da muss man auch immer gut drauf sein. Das ist beim Filmen immer ein bisschen heftig. Ja, Wochenende wird ein bisschen ruhiger werden. Morgen ist ein bisschen Shopping angesagt. Ja, und dann sehen wir uns am Montag in neuer Frische wieder. Im Grunde genommen schon die Weihnachtsendrunde mehr oder minder. Ja, in diesem Sinne, schönes Wochenende. Erholt euch gut. Freue mich über Kommentare. Viel YouTube gucken, vor allen Dingen Infobroker-Kanal. Und bis Montag. Ciao.